Ich würde gerne einen Ort voller kosmischer Energie besuchen. Okay, sag das aber nicht zu laut, weil sonst kommen irgendwann die netten Herren mit der weißen Jacke und aber gut. Wie das halt so ist. Aber du bist ja noch ein Kind, also von daher ist es eigentlich egal, was du sagst. Kann total schwachsinnig sein. Man wird's dir immer verzeihen. Guck mal hier, Schokokuchen. Mag bisher irgendwie keiner, was ich komisch finde. Dabei ist er doch so... Das fand ich nicht gut. So toll. Was habt ihr alle gegen meinen Schokokuchen? Meine Güte. Hier. Nimm halt den Pfirsich. Nimm ihn. Das fand er echt lecker. Neue Leibspeise. Alles klar. Jo. Und ansonsten geht's dir gut, oder? Ja, du hast ein tolles... Du hast eine tolle Wohnung. Du hast einen Apfel auf dem Kopf. Du hast... Niklas ist am Strand. Okay. Dann viel Spaß, Niklas. Und... Hallo, Nico. Du, ja. Gucken wir mal, was Nico so träumt. Okay. Er ist eine Schnecke und schneckt zusammen mit Erkandor und Buzz Lightyear ein wenig herum. Und sie liefern sich ein formvollendet schönes Rennen, welches irgendwann seinen Abschluss findet oder nicht. Das ist hier die Frage. Ist ein bisschen seltsam bei manchen Träumen, ne? Also manche sind ja wirklich relativ schnell vorbei und die Bewohner wachen dann selbstständig auf. Bei anderen wiederum muss man selber abbrechen, weil da passiert wirklich die ganze Zeit eigentlich nichts. Ich kann hier auch nichts beeinflussen oder irgendwie so und ja. Ich glaube, die laufen jetzt noch eine Weile. Und laufen und laufen und laufen. Ein sehr, sehr seltsamer Traum. Essen erhalten, Schnecken. Ja. Nach dem Traum vor allem. Schön, dass du hier bist, Ebenbild von Hering. Hm, finde ich auch schön. Guck mal, was ich mitgebracht habe. Hier, das ist nicht hübsch, aber lecker. Und wie in Frankreich mit viel, viel Knoblauch. Okay, dann mach viel Spaß. Also, und so. Das fand er ziemlich lecker. Okay, Schnecken kann man also mal essen. Finde ich gut. Ich wäre so gern mit Gönny befreundet. Ach so? Ja, dann komm. Ich würde mich so gern mit ihm unterhalten. Nur worüber? Weiß nicht. Mit Gönny über irgendetwas total Ernsthaftes. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Probiere dein Glück. Wir werden den neuen Bewohnern natürlich heute alle noch einen großen Besuch abstatten. Auch wenn ich jetzt schon weiß, also für eine normale Aufnahmesitzung, das ist... utopisch, dass ich da wirklich zu jedem einzelnen neuen Bewohner, also zu jedem einzelnen Bewohner, den wir mittlerweile haben, vordringen kann. Vor allem nicht in dem Umfang, in dem es vielleicht wünschenswert wäre. Aber naja. Ist dann in dem Moment halt so. Ich hoffe, ihr kommt ein bisschen damit leben. Es ist gut gelaufen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Zumindest momentan bin ich ein wenig von meiner Big Brother Idee abgewichen. Aber muss jetzt für den Moment nichts heißen. Eventuell machen wir das irgendwann in Zukunft des LPs doch nochmal so, dass ich dann quasi gesehen, ja, Bewohner zur Wahl stelle oder ihr auswählen dürft, wen ihr eventuell nicht mehr hier drin sehen wollt und so weiter und so fort. Momentan macht mir das Spiel aber einfach auch nur so Spaß. Also ich sag mal, ich muss da nichts überstürzen oder so. Es ist bisher noch kein Ende des LPs in Sicht. Auch bei völlig Unbekannten finde ich immer sofort ein Gesprächsthema. Das ist eine beneidenswerte Eigenschaft, ganz ehrlich. Gut, ja, was haben wir denn noch? Hier, Kartoffelchips. Nach den paar Schnecken irgendwie zum... Runter, was auch immer. Das fand er absolut lecker. Er ist ein neuer, also Kartoffelchips. Wuhu! Aber nur die echten von Funny oder so. Gut, ja. Er ist ein kleines Kind. Er braucht ein Skateboard. So, hier. Bupidubububububub. Betätige dich ein bisschen körperlich. Er freut sich, aber er schenkt mir nichts dafür. Okay, gut. Dann halt nicht. Dein Magen ist gesättigt. Ach so, ja. Jetzt sollten wir mal gucken. Ja, dass wir ihm irgendwie was Nettes kaufen.
Stimmungslichter, oh ja, yeah, genau das, Romantik und so, das ist genau das, was er braucht. Ich glaube auch. Kind? Man spürt hier die Liebe der Eltern zu ihrem Kind. Ort einer frohen Kindheit. Okay, ja. So. Vielen Dank. Nico ist nicht umsonst der jüngste Bewohner unseres Hauses. Und der kleinste. Dementsprechend, also wenn nicht ihm, wem dann? Danke für die neue Einrichtung. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Der Joker hat das gleiche, oder? Ich glaube. Übrigens, ich werde pfleglich damit umgehen. So. In deiner neuen Spielewelt tobe dich aus. Und, ja gut, spiel mit mir ein Spielchen von mir aus. Die erste Aussage zu deinen Inselbewohnern. Aha. Dorf und Selina sind beide völlig ausgehungert. Ich würde sagen, ja. Und die korrekte Antwort ist... Das stimmt genau. Die zweite Aussage zu deinen Inselbewohnern. Klaus und Demi haben die gleiche Persönlichkeit. Das kann auch sein, aber ich bin mir sicher. Und die korrekte Antwort ist... Das ist falsch. Lebhafter Kumpeltyp versus nüchterner Ehrgeizling. Okay, wohl nicht so ganz. Naja. Schade, schade. Aber das machen wir demnächst nochmal, ja. Es war ein Versuch wert. Klopapierrolle. So. Klaus ist... Bin ich nicht auch Kumpeltyp? Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Klaus ist also so drauf wie meine Wenigkeit. Okay. So. Und also wenn ich ihm, wem dann? Hier. Ballonmütze. Passt. Muss passen. Das sieht total knuffelig aus. So. Das gefällt ihm ziemlich gut. Okay. Und dann bekommst du direkt noch ein neues Spielzeug hinterher. Yay, wow, hier, Drachen und so, hier. Geh spielen, geh Spaß haben, draußen und so weiter und so fort. Erfreue dich an der Welt. Er kennt bisher nur Günni, aber den findet er zumindest lustig. Okay, gut. Nico ist am Strand. Das finde ich schön. So, hier oben gibt es Leute, die irgendwie jemanden kennenlernen wollen. Wie zum Beispiel der Günni. Der ganz gerne mal. Ich heiße Günni. Alle sagen, ich bin etwas steif. Ach was. Günni schreibt ganz gerne Kommentare unter einige meiner Videos. Ich glaube hauptsächlich Mario Kart und so ein Gedöns, aber Tomodachi Life scheint es ihm auch ein bisschen angetan zu haben. Ich wäre so gern mit drei befreundet. Ja, wer wäre das nicht? Also, komm her. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihm rede? Sei einfach bewundert. Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihm. Gibt es da überhaupt eine falsche Auswahlmöglichkeit? Ganz ehrlich. Weil bisher scheint es ja wirklich extrem einfach zu sein, Freundschaft zu schließen mit anderen Leuten. Eine Beziehung mit jemandem einzugehen, wiederum scheint in diesem Spiel echt schwer zu sein. Zumindest stelle ich mich da an der Beziehung ein bisschen an. Es tut mir leid, aber ja, wenn ich es nicht hinbekomme, dann bekomme ich es einfach nicht hin. Hm. Richtig Freundschaft geschlossen haben wir leider nicht. Okay. Ja, dann hat sich meine Frage ja jetzt eben gerade selber beantwortet. Das ist ja... Ja, wie jetzt? Du bist jetzt zu Try gegangen, hast ihm gesagt, hey Try, du bist ein toller Typ. Und Try hat zu dir gesagt, hey, was willst du? Geh weg. Oder wie oder was? Also, okay. Ich bin ein Mensch, der nur selten emotional wird. Hm, ja, das tut mir jetzt irgendwie leid, Günni. Das, dafür kann ich nichts. Aber, na gut, zumindest kennst du ja mittlerweile schon Nico. Ich glaube, das ist, ja, ein Anfang. Sagen wir es mal so. Okay, wenn du nicht mal Schokokuchen magst, dann weiß ich jetzt auch nicht, wie ich dir helfen soll. So, hier, guck. Ein Pfirsich, irgendwie so. Ich muss irgendwas für Günni tun. Ich kann hier jetzt so nicht weggehen. Das fand er echt lecker, immerhin. Okay, wie wär's noch mit einem kleinen Orangensaft? Eisgekühlter Orangensaft habe ich selber noch im Kühlschrank, werde ich mir auch gleich nachher noch gönnen, würde ich's mal sagen. Das fand er ziemlich lecker. Okay. So, und darüber hinaus, dann gucken wir mal klamottentechnisch, was wir jetzt noch irgendwie so haben. Jedenfalls nichts Schickes, nichts, was man irgendwie einfach so jemandem geben kann. Saisonkatalog, Cargohose, Fließjacke, Hemd, Hosenkombi. War hier noch irgendwas? Tartanhemd. Tweetjacke.
Für die reiferen Semester. Hm. Klassisches Tatankaro. Komm. Das hat noch niemand. Vielen Dank. Das geben wir jetzt dem Günni. Sowieso seine Lieblingsfarbe, oder? Grün-grün. Passt. Okay. Okay, er hat... Na doch, nee, für einen grünen Ton passt es eigentlich fast. Beides relativ dunkel. Dementsprechend, er mag es. Gut. Damit du noch besonders zufrieden bist, geben wir dir noch irgendwie eine kleine Wohnung, nur für dich allein. Sonnenuntergang, nee, Ankleide, Arcade. Flausch. Japan der 50er Jahre, Kind, Kino. Wo immer derselbe Film läuft, ich weiß auch nicht. Küche, Landhaus, Stimmungslichter, unkonventionell. Kaufen wir dir was Unkonventionelles? Ja, komm. Vielen Dank. Wenn ihr irgendwie bei Zeiten etwas entdeckt, was ihr unbedingt selber haben wollt, so einrichtungstechnisch, könnt ihr mir das natürlich sagen. Sofern sich das, Danke für die neue Einrichtung. Ich finde sie wirklich gut. Ja, ja. Übrigens, ich werde pfleglich damit umgehen. Sofern sich das finanziell einrichten lässt, kann ich da definitiv was draus machen, würde ich mal sagen. Gut. Ja, dann schenken wir dem Günni... Was schenken wir dem Günni denn? Ich weiß nicht. Irgendwas Tolles und Schönes. Ich glaube, der Günni ist auch ein ganz großer Nintendo 3DS-Fan. Das ist zumindest irgendwie das Beste, was man in diesem Haus haben kann. Eventuell hat Tri dich dann auch irgendwann ganz doll arg lieb oder so. Wäre zumindest mal mein Vorschlag. Ja, aber für den Moment passt. So, hallo Anna. / Kuya. Danke, jetzt ist der Schluck auf weg. Kein Problem. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Agent Smith. Was hältst du von ihm und mir? Schmeiß dich ran da! Echt? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Also, man kann sich nie genug, oder ganz, also, ich finde, mit gewissen Agenten sollte man immer irgendwie auf Du und Du sein. Kann einem nur Vorteil bringen. Gelogen habe ich noch nie. Ehrlich ne nicht. Ja, das glaube ich dir jetzt aufs Wort. Hm, gut. Magst du Milchreis? Eventuell. Nö. Okay. Aber zumindest ist sie fast satt. Mensch, das ist ja toll. Jetzt habe ich natürlich nur irgendwie das kleine Problem. Ja, was ist das Problem? Ich gebe ihr jetzt noch einen Orangensaft hinterher. Die sträubt sich momentan ein bisschen vom Level ab, habe ich so einen Eindruck. Das fand sie absolut lecker. In jedem Fall besser als die olle Limonade. Ja, sie sträubt sich vom Level ab. Hm. Kann ich auch noch irgendwie was anderes schenken oder so? Weiß nicht genau. Bratpfanne. Komm, geh mal ein bisschen kochen. Frau, ab in den Herd. Was Leckeres. Ja, so. Was Deftiges bitte. Das bringt verbrauchte Energie zurück. Wenn's ums Würzen geht, macht mir so leicht keiner etwas vor. Steht sie jetzt bei Maxi in der Küche? Die einzige Küche im Haus? Und? Und fertig. Bitte, guten Appetit. Außen knusprige, innen saftige Fleischpastete. Yummy, yummy, yum, yum, yum. Lass mir gefallen. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Ich werde es vermutlich weiter verschenken, aber na gut, okay. Phrase könnte ich dir gar nicht mehr schenken. Ach, hast du schon alle Phrasen oder was oder wie oder wo? Das ist ja interessant. Wusste ich nicht. Aber ja, klar, die werden dann vermutlich auch mit übernommen werden. Anna bzw. Kuya ist ja ein Tomodachi Life Me, der direkt aus dem Spiel heraus entstanden ist. Dementsprechend Klamotten, Möbel und so weiter, die wurden ja alle übernommen. Anscheinend die Phrasen auch. Eventuell auch die Lieder? Fragezeichen. Wer weiß das schon so genau? Gut, ja, was könnte ich dir denn schenken? Ich weiß nicht genau. Stehst du denn auch so auf Sportdinger? Ich glaube irgendwie... Ich glaube, die meisten Frauen von euch waren einigermaßen sportlich drauf. Und so ein Tennisschläger, den kann man ja auch vielfältig und mehrzweckmäßig irgendwie benutzen. Anna ist auf dem Aussichtsturm. Ja, dann schauen wir doch da mal vorbei. Okay.
Ja. Momentan noch alleine spielen und so. Eventuell bald mal mit irgendjemandem zusammen? Wer weiß das schon so genau?